So, herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir sind hier wieder auf der Map Felsbrunn und ich zeige euch mal hier den Case Quadrac 620. Ja, das Ding ist aus der Modliste und wie man hier sieht, kann man hier mit Frontgewichten, man hätte auch noch zusätzlich so einen Steinteil mit anpacken können und zieht hier hinterher gerade eine relativ breite Scheibenegge, die gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, hier Felder anzupassen. Das Teil an sich hat tatsächlich so vom Innenraum her, sieht es ein bisschen ähnlich aus wie auch der New Holland, hat aber zusätzlich drei Monitore und wie man hier sieht, einen Feldviewer. Ja, das heißt, wir können hier diverse Dinge schwenken. Muss dann noch mal gucken, wie das genau funktionierte. Hier, glaube ich. Nee, Türen waren. Das Lenkrad kann man hier einstellen, genau. Tür auf und zu geht auf jeden Fall mit Licht. Guck mal hier. Licht ist aus, man hört auch einen anderen Sound, Tür geht auf, das ist schon mal sehr geil. Genau. So, aber man konnte tatsächlich auch, da muss ich jetzt gerade erstmal sehen, mit dem Controller ein bisschen komisch, diese einzelnen Monitore durchschalten. Hoch, runter, links, rechts. Ah, hier, so. Da sieht man das Ding von außen. Ja. Hier sieht man diese Anzeige. Und das ist natürlich hier, ja, es hat glaube ich nicht viel zu tun, außer dass so ein paar Sachen mitlaufen, aber viel mehr kann man da glaube ich gar nicht. Wir machen mal die Tür zu. Kann man da gar nicht zeigen. Ja, ist relativ powerful, hat irgendwie 620 PS, glaube ich. Und zieht hier gut durch. Also die Scheibenegge hat hier, glaube ich, nicht viel zu tun. Der Teil rast hier nur so gefühlt durch die Ecken. Hat dazu noch ein. Ja, da sieht man seine Vorstellung. Der Umgekipp ist aufgrund des leichten Lenkradius etwas schwer mit dem Teil. Das liegt aber tatsächlich an der Scheibenegge. Ja. Das ist, glaube ich, ein Teil, das kann ich euch nicht vorenthalten, weil es ist schon, erstmal hört er sich geil an. Man hört hier so ein Pfeifen noch im Motorsound, ja. Und darüber hinaus, habe ich jetzt was stehen lassen, ist er sehr powerful. Er sieht geil aus, muss ich sagen. Mir gefällt er optisch sehr gut. Ja, hat eine sehr große Leistung und ich finde ja sowieso Großtraktoren, die so ein Raupenlaufwerk haben und dann auch noch. Oder Quadratlaufwerk haben und dann auch noch, wie gesagt, in der Lage sind, hier müssen wir dann nochmal rüberfahren, das ist egal, hier Türen und sowas aufzumachen, schon echt nice. Ja. Man sieht auch, er hat hier oben so einen Sensor, der kann also auch die Bodenverhältnisse dann messen, wenn wir mal Bodenproben entnommen hätten. Das haben wir natürlich jetzt hier noch hier gemacht. Aber ja, wenn man sich das hier mal so anguckt, das Teil macht da auf jeden Fall ordentlich was her. Ja. So, und da sieht man hier nochmal das Goodie. Es ist ein Feuerlöscher dran. Wir können sogar hier die Treppe konnten wir gerade ein bisschen hoch, aber das ging nicht. Genau, man kann von der Seite jetzt nicht weiter einsteigen. Ich würde ein bisschen mal gucken, was macht denn hier. Das war, glaube ich, Lenkrad, genau. Tür auf. Tür auf, Tür zu. Ja, Motorhaube kann man sogar hoch machen, ja. Und man kann den Sitz drehen. Das ist natürlich auch geil, wenn man, sage ich mal, hier so schräg gucken will. Das habe ich jetzt auch noch gar nicht gesehen. Das ist auch nicht schlecht, aber die Motorhaube geht ein bisschen hoch. Hier sieht man auch, der Luftkühler dreht sich. Also das ist schon. Das ist schon, glaube ich, echt ein geiles Teil. Ja. So, genau.
Ja, und von daher gucken wir uns auch gleich noch mal an, wo ich das Teil her habe und wo man das Ding findet. Aber es ist, wie gesagt, ich kann es soundtechnisch kann ich sehr gut empfehlen. Das war ja schon bei den zuvor genannten Mods, also A, dem Fendt und A, auch den John Deere, ein geiles Highlight. Ja. Und hier kann man das definitiv auch empfehlen. Zudem, wie gesagt, bin ich ja ein großer Scheibenecken-Fan. Ist das hier so zumindest bei mir in der Wortliste gerade das die größte Scheibenegge, die man haben kann. Aber die kann, wie gesagt, auch Felder erstellen. Und das ist mir ja wichtig, weil ich jetzt hier zum Beispiel zwei Felder zusammenlege und da eben einfach auch eine breite Arbeitsweise. Kann man natürlich auch mit einem Pflug machen. Dauert natürlich alles ein bisschen ewig. Mit so einer Scheibenegge hat man hier dann noch den Effekt, dass man relativ schnell das Feld dann zusammenlegen kann. Hier in der Mitte war nämlich die Trennung. Ja, und man sieht, der zieht hier mit 20 km/h durchgängig durch die Reihen durch. Das ist schon ein cooles Gefährt auf jeden Fall. Ja, normalerweise hat das jetzt hier der Helfer hier gemacht, deswegen wollte ich das jetzt. Sieht es jetzt ein bisschen doof aus, wie ich hier gefahren bin. Habe auch gerade kein Lenkrad angeschlossen. Das ist natürlich jetzt eher nebensächlich, aber was soll ich sagen? Das Ding, man hört es hier vielleicht auch nochmal, man sieht es hier auch nochmal, hat hier schon echt ein krasses. Krasses Feeling. Ne? So, Tür auf. Deswegen gucken wir mal von innen drinnen, wie das hier so aussieht. Ja, Beifahrersitz kann man leider nicht nehmen. Hier oben ist Radio drinnen, Klimaanlage. Genau, hier haben wir die Monitore, die man durchschalten kann. Ja, aber leider nur eben die Sachen. Wenn wir fahren, sieht man, es wird unten was angezeigt, auf jeden Fall hier. Ja. Aber eben auch nicht viel mehr Rückwärtsgang, Vorwärtsgang und die gleichen Systeme, die natürlich hier oben schon laufen. Leider hier oben Field, Creator Set und sowas, das funktioniert alles nicht wahrscheinlich, weil es hier einfach auch auf der Konsole ist. Ja, jetzt gucken wir nochmal, wo finden wir dieses Teil? Wir finden es bei Großraumtraktoren, nicht bei Großraumtraktoren. Scrollen mal hier durch und dann war er, glaube ich, hier gleich zu sehen. Das müsste in Besitz 1, genau, der hier sein. Ja, der AFS Connect Steiger Series Quad Track. Und in der Fassung, die wir haben, haben wir es nämlich hier mit 692, ne, jetzt sehe ich das richtig, 692 PS. Ja. Lizard kannst du hier noch unterschiedliche Bereifungen drauf machen, breiter, schmaler. Ja. US-Version, Übergröße oder die EU ohne Plakette. Plakate, so, dann haben wir hier. Ja, breit oder nicht. Rundbox kann man noch ran, also hier Steinebox und Gewichte. Ja, man kann die Scheiben noch tönen. Wir können Rundumleuchten ranbauen auf beiden Seiten. Wir können Lichter nochmal einstellen. Nee, Quatsch hier, was? Leistungsbeleuchtung, genau. Dann machen wir nochmal ein bisschen breitere Sachen dran. Wir haben In-Cab-Monitors, ja, nur die Feldansicht, also in der Kabinenmonitore. Wir haben Präzisionsansicht, wir haben Präzisions- und Feldansicht und das echte Dashboard oder Field Viewer und echtes Dashboard. Und das ist das, was ich genommen habe. Ja. Field Viewer und echtes Dashboard. Wobei die Field Viewer natürlich nicht viel ausmacht. Bodenbelag kann man noch Karton nehmen, man kann aber natürlich auch Teppich nehmen. Ich habe Teppich genommen. Auspuff mit Regenkappe oder eben nicht, ist auch egal. Ich habe da mich für Regenkappe entschieden. Heckkupplung mit hintere Gewichte oder 3100 Pfund. Ich habe es, glaube ich, Schnellkupplung gelassen. Genau. Und ja, da es ein Welka-Teil zu sein scheint, eben auch das Welka-Logo. Das erscheint übrigens auch, glaube ich, wenn man den Motor startet. Kann man natürlich auch noch eine Flottennummer ranbappen, wenn man möchte. Und man hat den Isaria Pro Kompakt. Also das an sich erstmal schon gut. Wir haben Hauptfarben, nicht viele. Wie gesagt, schwarz ist das, was ich mich entschieden habe. Wir haben noch Silber und wir haben noch den Steiger Grün. Aber das sieht mir ehrlicherweise zu doll aus. Deswegen für schwarz und Designfarbe ist dann innen drinne. Ist das, glaube ich, eine coole Sache. Kostet dann hier insgesamt knapp 700.000 Euro. Aber ich finde, es kann sich sehen lassen, es kann sich hören lassen und ich sage euch,
Es ist ein sehr, sehr geiler Traktor, insbesondere hier für die, ja, für Karten, wo es wirklich große Felder gibt, wo man viel Leistung braucht, wo man viel Fläche auf einen Schlag bearbeiten möchte. Und das ist, glaube ich, da an sich eine coole Sache. Ja, also wie gesagt, Case Agrikultur, der AFS Connect Steiger Series Quadtrac. Das Ding kann ich sehr empfehlen. Gehört auch aktuell definitiv zu einem meiner Lieblingstraktoren hier. Zumindest in der Riesenvariante hier von Großraumtraktoren oder von Großtraktoren. Bin ja sonst auch ein großer Fan von dem, natürlich von den Fans, aber auch hier von den T9 Series. Den ich habe, der hat aber, glaube ich, nicht viele Funktion. Ich finde eben einfach nur New Holland auch noch als coole Marke und optisch sieht das Ding natürlich auch fett aus, aber den kann ich zumindest nicht wirklich als Mod-Vorstellung empfehlen, weil es ist zwar ein geiler Mod, aber er kann nicht viele, hat nicht viele extra Funktionen, wie zum Beispiel auch irgendwie eine Tür oder sowas zu öffnen. Aber der hier, wie gesagt, wir machen mal nochmal Motor aus. Müssten dann hier auch gleich nochmal sehen, dass da gleich Welker steht. Vielleicht auch nicht. Irgendwo habe ich das zumindest mal gesehen. Ne, stand nicht da. Oder steht das hier oben? Ne. Ja, Innenraumspiegel, wie gesagt, das ist schon eine fette Maschine. Ja, ja, was gibt es da sonst noch zu sagen? Wie gesagt, auch hier dran den 475er Speed Bullet Master. Die Scheibenegge hier kann man natürlich auch wunderbar, glaube ich, für knapp 100 oder 150.000 erwerben, hat glaube ich eine Breite von 13 Metern oder so oder 12 Meter, das ist okay, kriegt man hier gut was weg. Und damit, guck mal, klappt sich sogar die Armlehne runter. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein cooler Effekt. Und wenn man hier so drin sitzt und das dann hört, das ist schon echt nice. Also, wie gesagt, ich bin da auch hin und weg von dem Teil und muss sagen, ein sehr, sehr geiles Gerät. Also Leute, schlagt zu, holt euch den für eure Farm und ja, habt da Spaß mit dem Teil. Ich finde es wie gesagt mega geil. Wir sehen hier Feld Creator oder diese View hat hier nicht viel Dings, aber gerade hier unten das Teil bringt noch mal ein bisschen Optik. Hat natürlich jetzt keinen Einfluss auf das Spiel selbst oder auf irgendwelche Funktionen hier, aber es ist schon eine coole Sache. Und ja, wie gesagt, er rast hier mit 20 km/h übers Feld. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, schon eine gute Arbeitsbreite, mit der man hier auch ganz gut so eine größeren Flächen beackern kann. Gut, liebe Leute, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Kinky. Haben wir noch eine coole Einstellung, ich würde sagen so. Ja? Alles klar, also macht's gut, bis zum nächsten Mal und gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ciao, ciao.